Gestern wurde ich angesprochen, was sind denn eigentlich Dialogpartner, was sind Dialogpartnerinnen überhaupt, was macht denn die Stiftung? Also ganz kurz, die Stiftung gibt es seit jetzt 8 Jahren. Bernd Schmidt hat sie ins Leben gerufen mit dem Ziel, der Gesellschaft Know-how auch zurückzugeben. Und viele Stiftungen sind ja Förderstiftungen, die stiften Geld. Er stiftet Zeit und Know-how aus dem ISB-Netzwerk. Und unsere Aufgabe ist es, gemeinnützige Organisationen mit Beratung zu unterstützen. Und das tun wir mit der ehrenamtlichen Leistung von Personen wie ihr aus dem Netzwerk. Das sind unsere sogenannten Dialogpartner und Dialogpartnerinnen. Und jetzt haben wir auch eine Reihe hier. Da wollte ich mal ganz kurz bitten, die Hände zu heben, damit auch wir wissen, wie viele denn da sind. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und das sieht so aus, um ein konkretes Beispiel zu nennen, Organisationen, gemeinnützige Organisationen können sich bei uns melden, wenn sie ein Thema haben, Anliegen haben zu Organisationsentwicklung im weiteren Sinne. Und wir klären dann, worum geht es genau, und haben häufig auch einen konkreten Vorschlag, wie wir unterstützen können. Da haben wir mittlerweile 3 unterschiedliche Angebote oder Formate. Da könnt ihr euch, wenn ihr Interesse habt, auch informieren. Wir haben hinten so einen kleinen Stand. Und bei uns melden sich Organisationen von der Freiwilligen Feuerwehr bis zur Welthungerhilfe. Es war auch schon ein Karateverein, also sehr kunterbunt. Und Themen sind häufig, wie wachsen denn überhaupt die Strukturen mit, oder Generationenwechsel, wie auch in der Wirtschaft häufig. Na, man braucht halt einen Nachfolger, was passiert denn da? Und da unterstützen wir. Und mit wir meine ich, wir haben ein kleines Kernteam fest angestellt. Dazu gehöre ich selber. Und hinten sitzt, stehst du mal auf, Dagi? Das ist die Dagmar, und Lisa ist auch seit kurzem für ein paar Stunden bei uns. Und die Susanne Ebert, unsere Leiterin, die ist noch in Elternzeit. Das ist also das Kernteam. Und mittlerweile sind es ja so 60, 70 Dialogpartner, und Teil ist eben auch hier. Das sind ISBler, die Lust haben, Zeit und Know-how uns bzw. Gemeinnützigen Organisationen zu spenden. Und das ist auch Dagis Aufgabe, die betreut und begleitet die Dialogpartner und Partnerinnen. Und wenn wir eine Anfrage haben, dann prüfen wir, wo ist das? Wir sind halt in ganz Deutschland mittlerweile verteilt, und dann versuchen wir halt die Anfrage mit passenden Dialogpartnern und Partnerinnen zusammenzubringen. Das kann sein eine 1:1 Reflexion mit so 2, 3 Treffen, oder aber auch Werkstätten. Da kommen mehrere Organisationsvertreter aus einer Organisation zusammen, und wir bringen auch ein paar Menschen. Und dann, das klang gestern schon manchmal an, haben wir auch sogenannte OE-Foren, wo über 2 halbe Tage in der kollegialen Beratung mit mehreren Organisationen zusammengearbeitet wird. Und da kommen dann auch mehrere Dialogpartner und Partnerinnen zusammen. So, das ist in a nutshell ganz kurz gesprochen, was wir machen. Immer eng mit dem ISB zusammen. Und wir würden uns freuen, vielleicht Interesse geweckt zu haben. Also wer Lust und Zeit hat, gerne ansprechen oder hinten zu dem Tisch gehen. Da gibt es noch ein paar weitere Informationen. Also, danke für die paar Minuten. Danke dir.